Hallo Freunde, Alfa Romeo 156 V6 Ölfilter. Also der ließ sich nicht lösen, auch nicht hier mit diesem Spezial Ölfilter Löser. Damit konnte ich feststellen nachher, dass er lose war. Also ich habe einen Zahnriemen genommen, die flache Seite am Filter. Zuvor hatte ich die Zahnseite am Filter, hatte das probiert, das hat auch nicht so geklappt. Dann habe ich den umgedreht und dachte, hier hat er mehr Kontaktfläche mit der flachen Seite. So, da wird dann so um den Filter rumgelegt. Ne, hier ist der Filter drin. Der Kuhfuß wird hier, besser gesagt, so andersrum, so rum, dazwischen gehalten. Dann hält man mit der Hand hier oben fest, so, und hat dann ein Hebelwerkzeug, um ihn zu drehen. Man muss ein bisschen mit der zweiten Hand muss man den Riemen stramm halten, denn hiermit richtig rumgehen, dass hier wirklich der Filter so drinne gefangen ist und dann kann man das lösen. Wie gesagt, ich dachte zuerst, der ist gar nicht lose und konnte das denn, als ich dann hilflos hiermit das nochmal versuchen wollte, gesehen habe, oh, der dreht sich ja der Filter. Also lösen konnte ich das nur hiermit, mit dem Riemen. Und ich habe das gelöst von hier oben aus. Indem ich, ihr wisst ja, hier ist alles freigeräumt. Von hier oben konnte ich dann hier durch den Kuhfuß und dann habe ich hier so rüber und versucht das so zu lösen. Ne? So und so konnte ich den Filter lösen, der extrem fest war. Der Beweis ist hier drunter. Oh, der ist jetzt umgekehrt. So, da ist der Ölfilter. Also mit den Schlüssel selber, diesen Ölfilterschlüssel, keine Chance. Überhaupt keine Chance. Nicht von unten, nicht von oben. Wenn man von unten rangeht, dann ist das erstmal so, dass er die ganze Zeit nicht greifen will. Man braucht eine zweite Hand, um ihn so ein bisschen, wie heißt das, wie jetzt am Boden so anzupressen und dann so zu machen, dann zu halten, dass er hält. Aber man hat nicht die Kraft, den Hebel da irgendwas zu bewirken und dann rutscht er ab und läuft weg. Ihr seht, die Zacken sind nicht gerade besonders hilfreich. Also im Grunde macht man damit mehr kaputt, als dass man damit was wegmacht. Ja, und hier mit den Riemen hat gut geklappt. Der Hebel, den ich hier habe am Nageleisen, der ist dann auch lange genug gewesen, um ja, die Kraft aufzubringen, das Teil wirklich leicht zu lösen. Mit diesem verdammten Ölfilter-Teil hätte ich mich einen Monat mit rumgehen können. Es ist unmöglich, damit das Teil zu lösen, den Filter vom V6. Ich hoffe, ich konnte helfen. Und egal, wann ihr das Video seht, ne, wünsche euch einen guten Abend, einen guten Morgen oder eine gute Nacht oder einen schönen Tag.